nie wieder anonyme Domains registrieren? Das sagt ein neuer Gesetzesbeschluss der EU. Damit muss nun jeder, der eine Domain, also sowas wie bootstrap.academy oder the-morpheus.de, selbst namentlich verzeichnet werden. Was sich als super Maßnahme gegen Scammer tarnt, könnte aber auch ein Problem werden, denn Betreiber von regierungskritischen Seiten wie WikiLeaks würden dann ja auch identifiziert werden können. Und demnach müssten die Haftstrafen fürchten. Und mal ganz ehrlich, ich persönlich habe auch keine Lust, dass meine Adresse da veröffentlicht werden muss. Das ist ja quasi staatliches Doxing und brandgefährlich, nicht nur für Influencer.